Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video in der Reihe Einführung in QGIS. Heute zeige ich euch, wie wir in QGIS Vektordaten selber erstellen können. Im letzten Video zum Datenimport haben wir bereits gesehen, wie wir Geodaten, die uns online zur Verfügung stehen, in QGIS verwenden können, indem wir sie entweder herunterladen und in QGIS hinzufügen oder auch direkt aus dem Internet einbinden als WMS-Server. Und dafür haben wir einmal die OpenStreetMap heruntergeladen und zusätzlich digitale Orthofotos als Rasterdaten. Und wir haben auch Vektordaten heruntergeladen, und zwar verschiedene Straßen, Gebäude und Punkte. Und jetzt möchte ich euch aber zeigen, wie wir ähnliche Vektordaten selber erstellen können, indem wir Objekte auf Basis von zum Beispiel Otto-Fotos selber digitalisieren. Dafür habe ich einige Objekte herausgesucht, die man als Studierender der RWTH in Aachen entweder bereits kennt oder auf jeden Fall kennenlernen wird. Und zwar möchte ich einige Brunnen in der Aachener Innenstadt digitalisieren, dann ein paar Straßen sowie einige Gebäude wie Gebäude der RWTH oder auch den Aachener Dom. Und dafür müssen wir nun als erstes eine Shape-File erstellen, also ein Layer, in dem wir dann die verschiedenen Objekte hinzufügen. Dafür gehe ich hier auf den Reiter Layer und auf Layer erstellen und dann auf neue Shape, einen neuen Shape-Datei-Layer. Jetzt muss ich als erstes dem Layer einen Namen geben, also möchte ich als erstes die Brunnen digitalisieren und wähle dann hier einen Speicherort aus. Und zwar in meinem Projektordner und habe hier bereits einen Unterordner Shape-Dateien ausgewählt. Das heißt, hier möchte ich jetzt meine Datei speichern als .shp, also die Endung für Shape-Dateien. Klicke auf Speichern, wähle dann den Geometrietyp. Wir haben hier zur Auswahl Punkt, Linie und Polygon sowie Multipunkt, aber das brauchen wir erstmal nicht. Also ich wähle den Punkt. Und jetzt muss ich das Koordinatensystem auswählen. Das ist sehr wichtig. Ich wähle hier mein Projektkoordinatensystem aus, also UTM Zone 32 Nord, da das für Deutschland in der Regel das richtige Koordinatensystem ist. Wenn wir nicht das gleiche Koordinatensystem wählen wie das Projektkoordinatensystem, passt am Ende unser Shape-Datei-Layer nicht zu unserem Projekt. Deshalb wähle ich hier das Koordinatensystem aus. Und jetzt wurde automatisch schon in der Feldliste das Feld ID hinzugefügt. Also jedes Objekt, was ich gleich dem Layer hinzufüge, bekommt automatisch eine ID. Zusätzlich kann ich noch weitere Felder hinzufügen, sodass mein Objekt nachher verschiedene Attribute hat. Neben der Rauminformation kann ich hier zum Beispiel dann den Namen angeben, also einfach den Namen des Brunnen. Dafür wähle ich hier den Typ Text und kann das Ganze begrenzen auf eine bestimmte Länge. Ich brauche vermutlich keine 80 Zeichen für den Namen, also wähle ich hier einmal beispielsweise 20 Zeichen und muss das Ganze dann noch zur Feldliste hinzufügen. Zusätzlich möchte ich in dem Fall das Baujahr des Brunnens angeben, wähle hierfür den Typ Ganzzahl und kann die Länge hier auf 4 Stellen begrenzen und füge auch das zur Feldliste hinzu. Wenn ich zufrieden bin mit dem Namen sowie der Feldliste, kann ich hier auf OK klicken. Und jetzt wurde der Layer bereits hier in meiner Layerliste hinzugefügt. Der ist jetzt hier in dieser Gruppe gelandet. Ich ziehe den dann einfach dahin, wo ich den gerne haben möchte. Und jetzt kann ich den Layer bearbeiten. Und zwar, indem ich auf den Layer klicke und dann hier dieses Bearbeitungswerkzeug anschalte, also auf den kleinen Bleistift klicke. Und jetzt sehe ich hier, welchen Layer ich gerade bearbeite, in dem links neben dem Layer der kleine Bleistift auftaucht. Und wenn ich jetzt im Layer Punkte hinzufügen möchte, dann klicke ich auf Punkt Objekt hinzufügen. Und jetzt erscheint hier dieses Fadenkreuz, mit dem ich dann auf meiner Karte Punkte hinzufügen kann. Als erstes möchte ich jetzt den Karlsbrunnen auf dem Marktplatz digitalisieren. Dafür zoome ich einmal hier ran
und klicke dann mit meinem Fadenkreuz in die Mitte des Brunnens. Und jetzt erscheint hier dieses Feld, bei dem ich ID, Name und Baujahr angeben muss, wie ich das eben in der Feldliste eben hinzugefügt habe. Also bekommt der erste Brunnen jetzt die ID 1 und den Namen Karlsbrunn. Und das Baujahr ist 1334. Wenn ich fertig bin, klicke ich wieder auf OK. Und jetzt wurde das erste Objekt meinem Layer hinzugefügt. Damit man das Ganze jetzt besser erkennen kann, habe ich einmal die Symbolisierung geändert. Wie man das genau macht, erkläre ich dann noch im nächsten Video. Jetzt möchte ich einen weiteren Brunnen digitalisieren, und zwar den Barkaufbrunnen am Büchel. Auch hier klicke ich wieder einfach mittig auf den Brunnen, gebe meine ID, den Namen. Und das Baujahr an. Und so kann ich das jetzt mit beliebig vielen weiteren Brunnen machen. Als nächstes möchte ich den Puppenbrunnen digitalisieren. Leider ist es in diesem Luftbild jetzt relativ dunkel, weil es da eben im Schatten liegt. Ich weiß aber, dass er sich ungefähr hier befindet. Jetzt kann ich das Ganze auch einmal überprüfen, ob ich den Punkt richtig gesetzt habe. Und zwar auf der OpenStreetMap. Man sieht hier eben das Symbol für den Brunnen. Das heißt, das stimmt ungefähr überein. So, und jetzt habe ich insgesamt meine 5 Punkte hinzugefügt und jeweils die Informationen bzw. die Attribute angegeben. Wenn ich fertig damit bin, dann muss ich das Ganze speichern. Und das ist jetzt ein anderes Speichern als das Projekt speichern. Ich muss jetzt die Änderungen in meinem Layer speichern und dafür klicke ich hier auf die Diskette neben dem Bleistift. Jetzt wurden alle Änderungen gespeichert und jetzt kann ich den Bearbeitungsmodus wieder ausschalten, indem ich erneut auf den Bleistift klicke. Wenn ich jetzt meine Informationen dazu einsehen möchte, dann kann ich einen Rechtsklick auf den Layer machen und die Attributtabelle öffnen. Und jetzt sehe ich meine 5 Objekte mit den jeweiligen Attributen. Und hier kann ich jetzt auch die Objekte anwählen, indem ich entweder einzeln auf die Objekte draufklicke. Alternativ kann ich auch in meinem Projekt selber die Attribute anwählen mit dem Auswahlwerkzeug. Oder auch mehrere Attribute gleichzeitig auswählen und mir dazu die Eigenschaften angucken. Anschließend möchte ich euch jetzt zeigen, wie man einen Linien-Shape-File erstellt, um damit beispielsweise Straßen zu digitalisieren. Das heißt, ich muss erneut einen Layer erstellen, nenne den jetzt Straßen. Wähle auch hier wieder den Speicherort aus, wähle den Geometrietyp Linie und erneut das Projektkoordinatensystem, also UTM Zone 32 Nord. Und möchte jetzt hier auch den Straßennamen hinzufügen, aber sonst kein weiteres Feld. Und dann klicke ich wieder auf OK. Und auch hier taucht jetzt der Layer Straßen in meiner Layerliste auf. Vorher kann ich noch die Auswahl der Objekte hier aufheben, indem ich auf Objektauswahl aller Layer aufheben klicke. Und nun kann ich anfangen, meinen Straßenlayer zu bearbeiten, indem ich erneut auf den Bleistift klicke. Um jetzt eine Linie zu erstellen, muss ich auf Linienobjekt hinzufügen klicken. Und jetzt erscheint wieder das Fadenkreuz. Dafür wähle ich jetzt
einfach meinen ersten Punkt. Ich möchte als erstes die Pontstraße digitalisieren. Die fängt an hier beim Marktplatz. Das heißt, ich wähle meinen ersten Punkt und kann jetzt beliebig viele Knoten hinzufügen. Einmal über den Templergraben. Bis zum Pontor. Wenn ich alle meine Knoten hinzugefügt habe, dann kann ich die Bearbeitung mit einem Rechtsklick beenden. Dann wird kein weiterer Punkt mehr hinzugefügt, sondern einfach das Objekt erstellt. Also kriegt das Objekt jetzt die ID 1 und den Namen Pontstraße. Jetzt habe ich meine erste Straße erstellt. Als zweites möchte ich nun den Templergraben digitalisieren. Ein wichtiges Tool, was uns jetzt in diesem und auch in weiteren Fällen helfen wird, ist das Snapping-Tool. Das hilft uns dabei, Punkte bzw. Linien oder auch Eckpunkte von Polygonen an bereits existierenden Objekten einzurasten. Das finde ich, indem ich beispielsweise auf Ansicht einen neuen Werkzeugkasten hinzufüge. Und zwar die Einrast-Werkzeugleiste, die taucht dann hier oben auf. Und hiermit kann ich jetzt das Einrasten ein- oder ausschalten. Jetzt kann ich hier noch verschiedene Einstellungen machen, und zwar welche Layer zum Einrasten benutzt werden sollen. Ich könnte zum Beispiel alle Layer auswählen. Ich kann auswählen, welche Elemente von den Objekten benutzt werden sollen zum Einrasten, also ob nur die Stützpunkte bzw. die Knotenpunkte oder auch Segmente, Flächen etc. Ich möchte in dem Fall auch Segmente auswählen und ich kann die Toleranz auswählen, die lasse ich erstmal so. Und jetzt erscheint dieser kleine lila Punkt entlang dieser Linie, die ich bereits erstellt habe. Da ich jetzt den Templergraben ab der Pontstraße bzw. ab dieser Kreuzung, die digitalisieren möchte, klicke ich jetzt einmal mittig auf dieser Linie drauf und habe jetzt so meine neue Linie angefangen. Jetzt kann ich den Templergraben digitalisieren. Einmal vorbei an der Universitätsbibliothek, am Super-C und am Hauptgebäude. Bis hier zur Kreuzung und schließe auch hier wieder meine Linie mit einem Rechtsklick ab. Jetzt habe ich noch einige Straßen digitalisiert und auch diese kann ich jetzt wieder
in der Attributtabelle angucken. Also meine insgesamt 6 Objekte. Und jetzt kann ich hier auch die verschiedenen Attribute noch bearbeiten. Zum Beispiel habe ich hier einen Tippfehler gemacht. Kann das, während ich im Bearbeitungsmodus bin, weiterhin bearbeiten. Und auch hier wieder die einzelnen Objekte auswählen. Auch hier muss ich dann wieder meine Änderungen speichern und den Bearbeitungsmodus beenden. Als letztes möchte ich noch eine Polygon-Shapefile erstellen, um Gebäude als Flächen zu digitalisieren. Das heißt, ich mache das gleiche nochmal und gehe hier auf neuer Shape-Datei-Layer. Alternativ kann ich aber auch hier in meinem Layer-Werkzeugkasten einen neuen Shape-Datei-Layer erstellen über dieses Symbol und komme dann zum gleichen Fenster. Meinen letzten Layer nenne ich Gebäude. Und wähle den Geometrietyp Polygon aus, das Koordinatensystem wie bei den anderen Shape-Dateien. Und möchte jetzt hier noch das Feld Name wieder hinzufügen, also den Namen des Gebäudes. Füge das zur Feldliste hinzu. Und außerdem möchte ich jetzt noch die Adresse hinzufügen. Das heißt, ich nehme einmal den Straßennamen als Textdatei und die Hausnummer als Ganzzahl mit einer Länge von 3 sollte ich auf jeden Fall auskommen. Füge das zur Feldliste hinzu und erstelle jetzt wieder meine Shape-Datei. Auch diese Datei ist jetzt hier aufgetaucht. Jetzt möchte ich verschiedene Gebäude digitalisieren. Dafür fange ich einmal an mit dem Seminargebäude. Auch hier muss ich natürlich wieder den Bearbeitungsmodus anschalten und dann hier auf Polygonobjekt hinzufügen klicken. Also hier ist das Seminargebäude. Dafür fange ich an und klicke einfach auf eine Ecke mit meinem Fadenkreuz. In Rot seht ihr jetzt schon die Vorschau. Wenn ihr fertig seid, dann einfach mit Rechtsklick das Ganze beenden. Und die Adresse ist Wöhner Straße. Haus Nummer 5. Und so mache ich das auch mit den anderen Gebäuden, zum Beispiel hier mit dem Audimax. Wenn ich jetzt beim Digitalisieren einen Fehler mache, kann ich das entweder währenddessen direkt ändern, indem ich mit der Backspace, also Rückschritt-Taste, den letzten gesetzten Punkt wieder entferne. Oder falls es mir beim Digitalisieren nicht auffällt oder ich das nachträglich ändern möchte, ist das auch gar kein Problem. Jetzt kann ich das Stützpunktwerkzeug benutzen. Und wenn ich das Ganze aktiviert habe, dann kann ich über mein Objekt fahren und jetzt sehe ich in Rot alle Stützpunkte, die ich bearbeiten kann. Und kann dann einfach den falschen Punkt auswählen oder die falschen Punkte und ihn verschieben, indem ich ihn anklicke und an die richtige Stelle klicke. Und dann ist das Ganze bereits angepasst. Und ich kann meine Änderungen speichern oder eben wieder in den Modus wechseln, dass ich jetzt weitere Objekte hinzufügen kann. Dann möchte ich zum Beispiel noch das Hauptgebäude digitalisieren.
und das Rathaus. Natürlich könnte man das jetzt auch ein bisschen genauer machen. Aber für diesen Fall reicht es erstmal, das ein bisschen grober zu machen. Die Straße ist Markt und das Rathaus hat keine Hausnummer. Das heißt, das Feld lasse ich einfach leer. Und als letztes möchte ich noch den Dom digitalisieren. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich hier was vergessen habe. Und zwar gehört dieser Teil hier auch noch zum Dom dazu. Das ist die Nikolauskapelle. Das heißt, ich kann wieder hier mein Stützpunktwerkzeug anschalten. Und jetzt kann ich entweder die Stützpunkte bearbeiten. Wenn ich jetzt aber neue Stützpunkte hinzufügen will, dann kann ich immer in die Mitte eines Segmentes klicken. Dann erscheint da dieses kleine rote Kreuz. Wenn ich da drauf klicke, dann kann ich hier neue Punkte hinzufügen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen aufwendig, das für das gesamte Ding zu machen. Aber jetzt habe ich weitere Punkte hinzugefügt. Jetzt bin ich zufrieden. Das heißt, jetzt kann ich wieder meinen Layer speichern. Und habe jetzt hier insgesamt 4 Objekte hinzugefügt. Dann schalte ich einmal den Bearbeitungsmodus wieder aus. Und kann auch hier wieder in der Attributtabelle meine Elemente angucken, auswählen oder auch bearbeiten, indem ich den Bearbeitungsmodus wieder anschalte. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier den Namen ändern möchte, zum Beispiel vom Hauptgebäude, wo ich einen Tippfehler gemacht habe, dann kann ich das Ganze machen, nur wenn ich den Bearbeitungsmodus anschalte. Jetzt möchte ich das Ganze speichern und den Bearbeitungsmodus wieder ausschalten. Also jetzt haben wir gelernt, wie wir sowohl Punkte, Linien als auch Polygone als Shapefile erstellen und Objekte digitalisieren und den Dateien hinzufügen können. Wie wir das Ganze jetzt ein bisschen schöner darstellen, wird dann im nächsten Video behandelt. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Video.